Also immerhin, der Name wird beibehalten, aber wenn man es jetzt wieder da mounten möchte, dann bietet sich es an, dass man zum Beispiel, hoppala, wenn wir mal hier reingeben, ein Autoprogramm anlegt, Autorun-Programm anlegt. Also mit dem Punkt dann hier vor ist es dann per Default unsichtbar im LS, wenn man das möchte. Und dann kann man jetzt hier sagen, dass also Punkt 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 ist var-args von Lua. Das ist einfach die Parameter, die dem Programm übergeben werden, wenn es gestartet wird. Und die weist man jetzt einfach mal der Variable Proxy zu und dann könnte man jetzt sagen, mount proxy unter p. So, was das jetzt macht, bei Open Computers ist es so, dass sämtliche Nicht-Standardbibliotheken von Lua, also Lua hat ein paar Standardbibliotheken. Das ist OS für Betriebssystem, I.O. für Input-Output, Coroutine für so die quasi Threads von Lua und so weiter, die sind defaultmäßig in Lua und die kann man einfach so immer verwenden. Alles, was zusätzlich von OC hinzugefügt wird, muss man manuell quasi includen, also laden, und das funktioniert mit dem require-Befehl. Das ist einfach, damit der quasi der globale Namespace nicht per Default total zugemüllt ist. Und es macht es einfacher, Programme zu schreiben, die, sagen wir, eventuell auch in Nicht-OC-Kontext irgendwie halbwegs sinnvoll sind. Okay. Und andersrum. Genau. Und Mount heißt einfach, das ist im Endeffekt das, was wir vorher über die Shell gemacht haben, bloß halt über einen API-Aufruf. Und da übergeben wir jetzt halt den, also dieser Proxy, das ist im Endeffekt ein Objekt, das dieses Dateisystem repräsentiert. Und da sagen wir einfach, das möchten wir bitte unter diesem Pfad hier mounten. So, das jetzt speichern und dann neu starten. Dann sollte es eigentlich, genau, unter LT wieder geben. Da sein. Genau. Genau. Zu dem Zeitpunkt nach dem Reboot wäre alles, was ihr unter TMP oder an sonstigen Punkten, wo hier ein hier TempFS davor steht, weg. Denn das war nur im Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher nach dem Reboot, weg, blöd. Kleine Anmerkung. Ja. Auch in der neuesten Version. Ist es so, dass wenn man einen Software-Reboot macht, also so wie gerade eben mit dem Reboot-Befehl, dann ist es so, dass inzwischen im Temp-Verzeichnis die Dateien behalten bleiben. Bloß wenn man einen Hard-Power-Off macht, also wirklich mit dem On-Off-Switch oder einfach der Strom ausgeht oder sowas, dann sind sie weg. Okay. Wie sieht es aus mit Server-Reboot? Client beenden und Client neu starten, Welt neu laden? Da bleiben sie beibehalten. Okay. Weil alles klar. Die Computer, wie gesagt, sind ja persistent. Mhm. Also sie bleiben in ihrem Zustand erhalten und dazu gehört auch Dateisystem und sowas. Okay. So. Einen kleinen Punkt gibt es noch zu Filesystem. Es gibt hier auch sowas wie Removable Filesystems. Auch in Neudeutsch Floppy Disk genannt. Oder Altdeutsch inzwischen. Ja, da kann man eine Floppy reinstecken. In das Disk Drive. Man sieht ja auch eine Adresse. Und wenn man jetzt reinschaut, das gibt es quasi einen Automounter, hätte ich das jetzt mal genannt. Ja. Sieht man gleich, unter MNT398 hat er jetzt was Neues eingehängt und das ist quasi der Inhalt der Floppy Disk. Im Gegensatz zu sämtlichen, ja, gelernten Inhalten, was man im Computerkurs im ersten mitbekommt, USB-Sticks, Floppies und so weiter, bitte zuerst U-Mounten und oder auswerfen und dann rausnehmen, ist das hier egal, die kann man also im laufenden Betrieb rein und rausnehmen. Ja, aber also es ist schon, also man sollte zumindest auf eine File-Handle schon schließen, weil sonst werden ungepufferte Writes natürlich vergessen. Ne? Weg, genau. Mhm. Also zur Not, sage ich mal, den Computer rebooten oder ähnliches, sonst sind die File-Handles mit Sicherheit alle danach geschlossen. Absolut unsauber, schlecht programmiert, aber ist so. Richtig. So, was wir euch immer gezeigt haben, ist, man kann ja hier auch in die interaktive Lua-Shell gehen. Das geht hier natürlich auch. Und eine Sache, die er schon gesagt hat, unser guter Sangha, machen wir es einfach so. Alles, was nicht direkt in Lua vorhanden ist, wie zum Beispiel sowas wie unser Terminal hier, muss man einbinden. Das war, glaube ich, mal in der früheren Version anders, oder? Es ist ein bisschen, also ja, in der allerersten Version, da war es nicht so, weil es da die Package-Bibliothek noch nicht gab. Die wurde dann von jemandem beigesteuert und seitdem ist es so. Das ist seit 1.2 ist das so. Noch ein Sonderfall ist übrigens, dass gerade im Interpreter, da muss man es auch nicht machen, da macht das automatisch. Okay. Also es ist bloß, ist bloß in Programmen, die man schreibt, also wirklich in Programmen, die gestartet werden, da ist es so, dass man es requiren muss. Im Interpreter ist es einfach als Convenience auch so, dass er automatisch versucht, Begriffe, die er nicht schon hat in der globalen Tabelle, dass er die versucht zu requiren. Okay.
wenn ich es euch gleich angewöhnt, das Require auch in Lua Shells mit einzugeben, gewöhnt es euch gleich richtig an. Es funktioniert hier und es funktioniert dann auch im Programm. Andersrum funktioniert es im Programmcode nicht. Richtig. Das ist das Blöde. Genau. So ein Beispiel ist hier zum Beispiel dieses Term.clear. Damit bin ich jetzt hier. Hallo? Hallo? Computer? Da, okay. Geht. Und was man auch noch machen kann, ist, man kann Teile der Bibliothek, zum Beispiel dem hier, clear, glaube ich, funktioniert, oder? Sollte. Nein? Ja, du musst es noch aufrufen als Funktion. Also, da machen wir auf Klammer zu. Genau. Genau. So, also so kann man das auch machen, Teile einer Bibliothek zu übernehmen. Manchmal braucht man zum Beispiel aus der Mathematikbibliothek nur einen einzigen Befehl, den braucht man aber häufiger. Dann kann man es Ja. so machen, dann sieht es im Source Code ein bisschen schöner aus, sag ich mal, ne? Du bist nur zu So. faul, das auszuschreiben. Stimmt. Ja, ich bin fauler Sack und ich liebe lesbaren Code. Abgesehen So, davon, dass es wahrscheinlich sogar schneller ist. Ich meine nicht, dass man es merken würde, aber es ist tatsächlich so, dass man sicher nicht. Werte, also Variablen in Lua localized, also quasi irgendwie lokal nochmal speichern, ist es tatsächlich schneller, weil er nicht durch die ganzen Tabellen nach oben rattern muss, um den Wert zu finden. Ach, das ist hier auch wieder Einmal anders. Steuerung C drücken. Steuerung der. Oder C, genau. Oder C. Okay. Also Also original war Steuerung D. Steuerung D ist EOF, Steuerung Genau. C ist Cancel wirklich. Also sprich, Steuerung D gilt eigentlich bloß, wenn noch eine Eingabe da ist. Steuerung C geht immer. Okay. So, und dann haben wir hier natürlich ein kleines Programmelchen auch schon mal vorbereitet. Ich selber gerade gucken. CP Stern nach Mount 8A6. 6, 6. Oh, auch nicht. Na gut. So, da haben wir nämlich einen mPlayer.lua. Den schauen wir uns dann gleich nochmal an, so als kleinen Abschluss. Und im Hintergrund hört man schon ab und zu mal das Diskettenlaufwerk laufen. Finde ich auch ganz süß gemacht. Ja, wurde beigesteuert, der Sound. Ah, okay. Sehr, sehr dankenswerterweise. Den Plattensound habe ich Tatsächlich sehr aufgenommen. schön, ja. Das klingt aber nach Spanabheben der Bearbeitung des Mediums, aber egal. Also ich kann mich noch im Schulunterricht daran erinnern, dass die wirklich so geklungen haben. Ja, also wie gesagt, also die Platte habe ich selber aufgenommen, die Diskette hat die wer anders aufgenommen. Das war irgendein alter Okay. Atari, glaube ich. Ja, fünf ein Viertel Zoll Diskette wahrscheinlich noch, ne? Ich glaube fast. Die sind damals richtig gut über den Schulhof geflogen, also echt. So, und hier haben wir ein kleines Programmelchen. Das geht mal, wir müssen den richtigen Pfad noch angeben. Und zwar ist das so, dass wir hier aus der IO-Bibliothek eine kleine Funktion verwenden, um eine Datei oder einen Dateiinhalt zu laden. Die Buffer-Size haben wir hier ein bisschen hochgesetzt. Müsst ihr nicht alles gleich verstehen. Hat einfach einen Hintergrund, es läuft flüssiger. Wir brauchen die Term-Bibliothek, das Terminal wird geclears und dann gehen wir hier quasi durch die Datei durch und geben die dann quasi frameweise aus. Warum frameweise? Ich zeige euch einfach mal die Datei. Save beenden. So, und wenn wir jetzt hier mal edit, done, shutter uns mal angucken, dann seht ihr, oh, not enough memory, okay. Das ist also eine ASCII-Datei. Eine sogenannte ASCII-Art-Datei. So, und jetzt machen wir einfach mal einen Clear. Dann schauen wir mal, ob ich auch das richtig. So, das Problem dabei ist natürlich, es ist etwas zu klein, der Bildschirm. Da bräuchten wir nämlich dann den nächsten Tier schon dazu. Und es ruckelt etwas, Ivo. weil es auch rauf und runter scrollt, weil der Bildschirm noch ein bisschen zu klein ist. Das gehört so. Das ist Aber wir werden. Oldschool Cinema, das gehört so. Genau. Ja, müssen wir Aber immer wir so werden. das Daumenkino-Geräusch machen. Wir werden das Ganze dann nochmal bei nächster Gelegenheit mit einem Tier 2 Computer aufbauen und einem Tier 2 Bildschirm, dann passt nämlich die Auflösung. Und dann seht ihr bei uns für Freunde des gut gerösteten Kastenbrotes eine tolle neue Episode, die bisher noch kaum ausgestrahlt wurde und mit extrem freundlicher und hilfsbereiter Unterstützung durch, ja, und jetzt muss ich mal ganz kurz blättern. Wo war er wieder? Weil den Namen habe ich mir leider nämlich nicht gemerkt. Wo ist er? Ah, Hilfe, da.
von einem gewissen Herrn Medorn gemacht. Es war also ein ganzes Team, das dahinter gesteckt hatte und eine wundervolle neue Folge gedreht hat. Aber wie gesagt, da würde ich mal an dieser Stelle jetzt auch mal stoppen. Das kommt dann wahrscheinlich heute Nachmittag noch raus. Als soundloser ASCII-Film über Open Computers. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.